Der EHV Aue hatte nach zweimonatiger Pause sein erstes Heimspiel und das war gleich ein absoluter Kracher. Mit dem ASV Hamm Westfalen kam ein Aufstiegsaspirant in die heimische Erzgebirgshalle. 1500 Zuschauer sahen ein starkes Team um Trainer Stefan Swart, das am Ende wegen gerade mal 4 Sekunden trotzdem verlor. Aue war von Beginn an hellwach und konnte sich Mitte der ersten Halbzeit mit 2 Toren leicht absetzen. Man hätte auch höher führen können, doch durch leichte, vielleicht auch vermeidbare Fehler, die Hamm gnadenlos bestrafte, stand es zum Ende der ersten Hälfte 13-14 für die Gäste. Die zweite Halbzeit war dann an Spannung nicht zu übertreffen. Der EHV lief lange einen Rückstand hinterher. In dieser Phase zeigte sich Kapitän Erik Meinhardt, der unter der Woche nun um 1 Jahr verlängert hatte. Im Spiel erzielte er in dieser heißen Phase gleich 6 Treffer. Erik Töpfer, der einige Bälle abwehren konnte, glänzte ebenso. Am Ende waren es dann besagte 4 Sekunden vor Schluss, als dem ASV der Siegtreffer gelang. Und das sind die spannenden Schlussszenen. Festzuhalten bleibt, wenn der EHV Aue diesen Willen und diese spielreiche Qualität halten kann, wird er wieder siegen können und auch die Klasse halten.